Grüß euch. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ja, machen wir nach längerer Abstinenz einmal wieder ein Unboxing-Video. Ich habe da ein Päckli gekriegt, ein Päckli aus dem schönen Geretsried. Geretsried kenne ich nicht wirklich, nur vom Vorbeigehen, von meinen Isar-Wanderungen, die mir da ganz gern hin und wieder mal machen. Ja, ansonsten super schöne Gegend, gell? Geretsried. Habe ich da ein Päckli gekriegt? Müssen wir fast einmal reinschauen, oder? Super verpackt auf jeden Fall. Da schäbert nicht wirklich was. Ja, let's take a look inside. Schnippel, Schnappel. Zippel, Zappel. Ah, Küchenrolle. Brauchen wir eh wieder eine. Nein, haben wir noch. Aber jetzt hat haben wir ein bisschen mehr. Genau, was haben wir da als nächstes? Noch ein schönes Päckli. Das dürfte es wohl gewesen sein. Mit den Päcklis. Toll, super beipackt. So macht es Spaß. Jetzt geht es aber nicht um das Päckli, sondern um das da. Was haben wir da? Ein Paket, beziehungsweise eine Schachtel mit einem Pfeil drauf. Pfeil ist schon mal nicht so schlecht. Ja? Tja, was haben wir da? Eieieiei. Die Phoenix 3HR. HR heißt mit Herzfrequenzmesser. Ja, schauen wir einmal rein. Es wird spannend, meine Damen und Herren. Ja, der eine oder andere wird es wissen, dass ich ganz gerne mal Wanderungen mache, kurze Wanderungen. Oder auch mal längere Wanderungen, das sind dann so um die, naja, bei mir längere Wanderungen so um die 20 Kilometer. macht nichts. Aber auch ganz gerne mal kürzere Wanderungen. Aber meistens so zwischen 10 und 20 Kilometer. Ja, und da bewege ich mich in, ja, bekannten und auch unbekannten Gelände. Also oftmals schaue ich schon in Google Maps und Google Earth, so immer die Plätze aus, wo es schön sein kann, und dann übertrage ich die Daten ins Garmin. Oregon 450. Genau. Garmin Oregon 450. Das geht recht schön, kann man verschiedene Sachen abspeichern. Gut, jetzt glaube ich, dass keine Batterie drin hat. Cool. Vorführeffekt. Oh doch, geht. Bootet relativ schnell hoch. Stunden später. Schon sind wir da. Ist echt praktisch, das Teil. Mein Kompass und die ganzen Routen kann ich da rein da, also am Computer erstellen, und dann schiebe ich die Routen ins Garmin rein. Ja, jetzt gibt es aber da ein neues Gerät in meiner Sammlung.
Und zwar ist das eben die Phoenix 3 heuer, auch von Garmin. Hat Bluetooth, WLAN, GLONASS. GLONASS ist nicht unwichtig. Hat was mit den Navigationssatelliten zu tun. Wie genau du deine Position ermitteln kannst. Und angeblich geht das mit GLONASS. Wenn du den GLONASS dazu schaltest, geht das noch um einiges besser. Genauer, ob das dann sein muss, ich weiß es nicht. Ja, dann, deine Song, legen wir los. Klappen wir mal auf. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Das ist ja mal richtig fein. Natürlich wieder mit Folie drüber. Also da merkt man, da hat jemand wirklich aufpasst. Das kann man jetzt schon sagen, ohne die Uhr genauer gesehen zu haben. Ein nettes Armband dabei. Das ist doch mal richtig bierig. Schnippel, Schnappel. Zippel, Zappel. Oh, da meine ich, hat noch mal jemand poliert vorher. Toll, ganz toll. Ja, tolles Armband. Dieses Mintgrün hat mir recht gut gefallen. War mit ausschlaggebend, aber man hat auch auf die Beutel schon gesehen. Bei eBay Kleinanzeigen, dass das top in Schuss ist. Die Uhr. Ja, ist es eigentlich eine Uhr oder ist es ein Navigations- Gadget, man weiß es nicht. Das ist, fühlt sich gut an, das Bundle fühlt sich gut an. Das ist so Kautschuk-Gummi ähnlich. Jo, hat was. Macht einen guten und sicheren Eindruck. Ja. Tragekomfort einwandfrei. Ist relativ einfach. Leicht. Ist relativ leicht, das Teil. Hat auf der Rückseite diesen Puls Herzfrequenzmesser. Das heißt, wenn der nach oben schürst, dann sollte man sich was überlegen. Ja, natürlich verschiedene Zifferblätter einstellbar, von modern bis ja, sportlich. Die kann man sich genauso konfigurieren, die Uhr, wie man sich das wünscht. Diese vier Punkte. Die sind zum Laden da. Da ist eine Ladeschale, müsste da mit dabei sein. Oder zumindest ein Ladekabel. Aber ich glaube, da ist eine Ladeschale dabei. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Keine Kratzer auf dem Glasl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das berühmte Glas ist. Oder ein einfaches Glas. Macht nichts. Also die ist wie eine neue Uhr. Hallo? Ganz, ganz toll. Wirklich, gefällt mir riesig. Konrad, wenn du das siehst, hast du mir eine riesen Freude gemacht. Ja. Und deine Song? Schauen wir mal weiter. Also ja, der Unterschied zwischen den zwei ist das, man glaubt es kaum, dass da in der Uhr, in der Garmin Phoenix, hat man nur ein bisschen mehrere Einstellmöglichkeiten und ja, als wir im Oregon 450.
Ich glaube, dass da kein Kartenmaterial in dem Sinn mit drin ist. Man kann sich Punkte einspeichern, die man dann abwandern kann. Oder einfach zur Orientierung kann man sich da irgendwelche Punkte einspeichern und dann eben darauf zuwandern. Hat aber ja, zum Beispiel, was Wetter angeht, glaube ich, hat ganz gute Wetterinformationen drin. Wetter, Höhe, Geschwindigkeit, genau. Naja, mal schauen. Dann würde ich sagen, schauen wir doch wirklich einmal weiter, was in der Schachtel noch drin ist. Die Schachtel, die hat nämlich schon noch ein Gewicht. Da könnte noch mehr drin sein. Bevor wir es wegschmeißen, schauen wir mal rein. Kleiner Zaubertrick, die Schachtel ist leer. Ja, dann geht's weiter. Oh, da könnte noch was drin sein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, geh weiter. Genau, stimmt. Nobel geht die Welt zugrunde. Noch mehr Armbänder. Ganz toll. Wahnsinn. Das ist wieder eher so Kautschuk-ähnlich. Das hat so ein bisschen eine Lederoptik. Oder ist sogar aus Leder. Kann es gar schlecht sagen. Auf jeden Fall gut gemacht. Richtig gut gemacht. Dann ginge es weiter. Ah ja. Die berühmt-berüchtigte Ladeschale. USB natürlich. Immer praktisch. Kann man auch über jede Powerbank aufladen. Eh klar. Da kommt das Teil da rein. Wird da reingeklipst. Ah, das ist toll. Das ist toll. Drückt man da die Klammer zusammen. Und schon ist das da sicher drin, gell? Das ist ja mal richtig toll. Komm auseinander. Drücken und dann fällt die Uhr praktisch schon in die Ladeschale rein. Das ist ja mal richtig toll. Da hat sich jemand wirklich was denkt dabei. Schwierig. Mich freut, dass es USB ist. Eben, wie schon gesagt, kann man im Auto aufladen. Daheim natürlich oder auch an der Powerbank. Ganz eine tolle Sache. Macht Laune. Dann haben wir da ein letztes Päckli. Das sind Torx-Schraubenzieher drin. Torx-Schraubenzieher. Bedienungsanleitung. Warum die Torx-Schraubenzieher? Zum Wechseln der Armbänder, schätze ich jetzt mal. Genau. Damit kannst du die Armbänder wechseln. Also rundum ein gelungenes Paket, das Ganze. Ja, ich werde jetzt mal die Uhr aufladen, beziehungsweise mal schauen, in welchem Ladezustand das ist überhaupt. Und dann werde ich es einmal mit der App verbinden, mit dem Handy. Da hat Garmin Connect heißt da die App. Eine wirklich gute App, wo man sehr viele Sachen einstellen kann, wo man das Ganze dann auch nochmal personalisieren kann und eben auf sich zuschneiden kann. Ganz toll. Ist roundabout ganz eine tolle Sache. Freut mich riesig. Ja, das war's. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum
nächsten Mal. Servus, grüß euch.